Dieses Video ist für Menschen mit schwachem Gemüt nicht geeignet. Eure Videos. Lange Autobahnfahrten können echt eintönig werden. Das ist so langweilig. Wenn du denn vielleicht auch noch schlecht geschlafen hast, dann bummelst du so auf der rechten Spur rum. Doch was passiert eigentlich, wenn man plötzlich einschläft? Ach, das passiert also. Guck mal hier, Zeitlupe macht alles langsamer. Lass doch das von einem LKW-Fahrer sagen. Wenn du müde bist, da hilft kein Energy-Drink, da hilft keine laute Musik und auch kein offenes Fenster. Da hilft nur anhalten und 20 Minuten die Augen zumachen auf dem Parkplatz. Ne? Nicht auf der Straße. Mr. ULK ist natürlich direkt hingelaufen als Ersthelfer, deswegen wusste er, dass er eingepennt ist. Dieses Video kennt ihr vielleicht schon, aber ich weiß nicht mehr, ob ich es jetzt bei den Re-Uploads drin gelassen habe und meiner ganzen Hin- und Her-Fummelei wegen Werbung. Von daher, egal, hier nochmal. Alles okay? Nichts passiert, schreibt Patrick dazu. Na, dann ist doch alles gut. Ich schätze auch, der Asphalt hat den Sturz gut abgefangen. Aber schön verkehrssicheres Fahrrad, so ohne Licht und Handbremse und alles, ne? Ach, was soll schon schief gehen? Da vorne liegt ein Viech auf der Straße. Es fahren alle drum zu, aber jetzt bei Gegenverkehr bleibt der eine halt stehen. Zwei Autos dahinter sehen das. Der dritte sieht's nicht. Dem schlafenden Kind mit einem Sturz. Dem schlafenden Kind mit einem Sturz. Ich habe es tatsächlich. Jetzt hat er mir hier noch ein paar Fotos angehängt, die er im Internet gefunden hat. Die kann ich aus urheberrechtlichen Gründen aber nicht zeigen. Vielleicht postet uns Jamie den Link dazu in die Kommentare. Tobi rollt hier geradeaus von 100 auf 70. Tobi hat aber auch noch eine zweite Version angehängt, falls ich die Rechte des Wilds wahren möchte. Ja, schade um das Vieh, aber willkommen in der Realität. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.